ein Vortrag hat zum Ziel, dass sie inspiriert sind und auf eine ganz neue Art, allenfalls auf eine inspirierte Art, auf den Krisenkomplex schauen und vielleicht eben darum, was da dann neu dran ist, auch ein bisschen darüber hinein, auf all die Lösungen, die es gibt. Gibt es Fragen zum Einstieg? Sind Sie bereit auf eine Inspiration? Gut. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat Homo sapiens etwas angefangen, das wahnsinnig effizient war. Und das war ein Kochrezept, das geheißen hat, man fängt an mit einer Mine, man holt etwas aus dem Boden, Erdöl, Ressourcen etc. Man tut es in einer grossen Fabrik, Fordismus, Fließbandarbeit, simple Tätigkeiten, wiederholt. Es gibt ganz viele Produkte, die man in einem Supermarkt verkaufen kann. Und das hat den Konsumismus angeregt. Auf einmal haben alle ihre Socken nicht gewiffelt, fortgerührt, neu gekauft. Jeder hat einen Fernseher, jeder hat ein Auto, jeder hat ein iPhone. Und das immer heute. Das Problem dabei ist, es landet nachher alles im Güssel. Und wir haben, lustig, dass ihr das Buch da habt, mit dem Güssel ein Problem. Es gibt Grenzen. Es ist also wie ein Kind, das in einem engen Raum auf einem Trampolin gumpelt. Es macht schaurig Spass, es geht höher und höher, aber irgendwann testet man an. Und ich meinte, wir sehen in verschiedensten Kontexten, in verschiedensten Problematiken, beim Öl, beim Essen für alle Menschen, beim Konsumismus, beim Verbrauchen an sich, bei den Ressourcen, bei der seltenen Erde etc. 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 sehen wir, dass wir immer höher gumpeln und sehen wir, dass es so nicht weitergehen kann. Jetzt ist eine Rhetorik, eine Idee sehr verbreitet und das ist die Idee, damals haben wir es erfunden, jetzt haben wir es immer besser gemacht und jetzt ist es fertig. Es geht nicht weiter. Und die erste Hauptidee, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist, dass es durchaus weitergeht. Es ist das hier eine lineare Idee, ein lineares Weltbild. Und die neue Entdeckung, also das hat angefangen mit dem Erdöl, vereinfacht gesagt, oder mit der Industrialisierung. Die neue Entdeckung, die jetzt kommt, die jetzt eben nicht macht, dass das hier fertig ist, dass wir jetzt den Entwicklungsschub hatten und da ist Ende. Die neue Entwicklung ist anzusiedeln im Begriff Netzwerk und im Begriff Kreislauf. Für heute mal als Inspiration. Wenn wir den Ziel da, wo wir hier haben, einfach nur schon einmal zu einem Kreislauf umdrehen, dann sehen wir, Wachstum hat keine Grenzen mehr. Man kann beschleunigen, man kann bremsen, es hat keinen Anfang, kein Ende. Das heisst, wir müssen alle unsere Ressourcen, die wir in Fabriken tun, aus dem Güssel nehmen. Und das hier weg. Das nennt man dann grüne Wirtschaft, geschlossene Stoffkreisläufe etc. Und der Kreis kann man jetzt mit dem Netzwerkbegriff noch ein bisschen spannender gestalten. Jetzt können wir ein paar englische Begriffe. Reuse heißt wiederverwenden. Das heißt zum Beispiel auch benutzen statt besitzen. Also ich muss nicht das Auto für mich alleine haben, sondern es langt, wenn ich vor dem Haus ein Auto habe. Mit dieser Carsharing-Idee könnte man die Autos auf der Welt oder die Autos, die es braucht, stark reduzieren. Oder ich muss nicht jedem Büro einen Farbbutton einen Schwarz-Weiß-Drucker haben, sondern es langt, wenn ich in 100 Meter Laufdistanz einen Drucker habe. Also könnte man zum Beispiel Drucker teilen. Und damit benutze ich etwas, das jemand anders gekauft hat, jemand anders auch schon benutzt hat, wieder. Das zweite wäre Repair, wo ich im Februar dieses Jahr beim World Economic Forum war, in Davos, dort demonstriert habe, ist es sehr kalt gewesen. Und meine Videokamera, also das Vorgängermodell von der, ist
gestorben, sie ist plötzlich nicht mehr gegangen. Und ich habe sie dann aufgeschraubt und es hat so einen Bär kleine Teile gegeben. Und eins davon war kaputt. Nur eins. Die neue war nicht besser. Ein Teil davon hatte sie, der funktioniert hat, statt dass es nicht funktioniert hat. Und reparieren ist in dieser Zeit hier in einen sehr schlechten Ruf gekommen. Es könnte jetzt wieder einen besseren Ruf bekommen. Das dritte ist dann das Recycle, das, was wir hier schon sehen, Rezyklieren. Da geht es nicht um Aluminium, Glas und Altmetall. Im Recyclen geht es darum, dass man den Kreis ganz schliessen, dass der Güssel der einzige Rohstoff wird, wo unsere Produktion davon lebt. Also Recycling auch für Telefon, für Autos, für Drucker, für etc. Biomasse etc. Wiederverwenden. Ich möchte hier ein speziell wichtiges Thema herauslupfen, das ist das Open Source. Wir haben heute Wikipedia sehr bekannt, wir haben aber auch das ganze Betriebssystem mit Anwendungen etc. Wir haben in der Computerwelt den Begriff kennengelernt Open Source, Creative Commons, das CC-Symbol, das heißt Creative Commons. Das heißt, das, was ich hier habe, das gebe ich an die Welt, jeder darf es brauchen. Und muss nicht dafür zahlen. Allerdings, wenn er damit etwas macht, dann muss er das nachher auch wieder also unter der Creative Commons Lizenz rausgeben und darf nicht dann das verkaufen. Also man darf das Creative Commons Produkt nicht nehmen und verkaufen, sondern man muss es nehmen, verändern, sodass man es brauchen kann. Und dann, wenn man die Veränderung weitergeben will, dann muss man es gratis machen. Und so wie das gratis, gibt es noch weitere Sachen, die man hier anfügen kann, zum Beispiel, man darf es benutzen, aber man muss den Namen nennen von dem, was gemacht hat und so weiter. Creative Commons ist in der digitalen Welt unverzichtbar und es könnte noch viel, viel, viel weiter gehen. Also gratis. Wert, die im Internet zur Verfügung stehen, sind heute ein zentrales Standbein. Es gibt aber jetzt auch Open Source Hardware. Also Open-Source-Geräte, Open-Source-Produkte, die man kann zum Beispiel ausdrucken kann. Es gibt, und das ist jetzt ein Beispiel, das ich zum Repair will stellen, es gibt die neue Technologie vom sogenannten 3D-Printer. Wer hat vom 3D-Printer schon mal etwas gehört? Also 3D-Printer sind Geräte, so wie ein Backofen, wo man kann ein Programm aufladen und dann drückt man einen Knopf und dann wird das Programm 3D als echtes Produkt produziert. Es kommt dann dort raus. Das gibt es für Plastik vor allem, für Keramik, für Metall, für verschiedenste Werkstoffe. Die verschiedenste Werkstoffe ist dann das Verfahren anders. Aber vorstellen, die einfachste Variante ist beim Plastik. Da gibt es so wie so eine Rahmenpresse-Tüte, gibt es so einen Düsenkopf, wo Plastik rausspritzt und der läuft dann so oft Schicht für Schicht den Querschnitt von dem Produkt ab, bis man zum Beispiel ein Glas aus Plastik gedruckt hat. Wenn man jetzt mit der Kamera, die ich aufgeschraubt habe, herausfinden würde, welches Teil kaputt ist und es wäre eins aus Metall oder aus Plastik oder aus Keramik, wo nur ein Werkstoff dran ist, dann könnte man das heute schon abladen, ausdrucken, einbauen, fertig. Wenn man jetzt nicht kleine Chinesen braucht, zum Auseinandernehmen und Zusammensetzen, sondern noch einen Roboter hat, zum Auseinandernehmen und Zusammensetzen, dann hat man eine Repariermaschine, wo man das Gerät rein tun kann. Dann bräuchte es eine Diagnose, dass das Gerät herausfindet, was kaputt ist. Dann nimmt das Gerät das auseinander, das testen, das kaputte ersetzen und wieder rausgeben. Bei Software, bei einem Programm, sind wir uns das heute schon gewöhnt. Also wenn auf einer CD ein Datenfehler ist, dann sagt der Computer heute schon, soll ich das reparieren? Da kann man sagen, ja oder nein, ich weiß nicht genau, was macht, aber es funktioniert und am Schluss tut es vielleicht wieder. Das ist etwas, wo Reparieren in einen ganz anderen Zusammenhang steht. Es geht nicht darum, dass man nachher einen riesen Flick auf der Hose hat, weil sie ist repariert.
sieht nicht schön aus, ist nicht mehr neu. Sondern es geht darum, dass man ein Handy nimmt, das nicht mehr tut. Man tut es reparieren und dann hat es ein besseres Display oder einen besseren Prozessor. Oder tut vor allem wieder, was es vorher nicht mehr tut. Und es wäre eigentlich noch Standard-App. Dann kommen wir sehr viel näher, wenn wir in modulare Bauweise übergehen. Modulare Bauweise heisst, es muss nicht 200'000 verschiedene Typen von Elektromotoren geben. Es reicht, wenn es 2'000 sind, vielleicht. Man kann immer eine neue machen, man kann auch immer wieder einen umbrauchen. Aber wenn wir modulare, genormte Bauteile haben, wie zum Beispiel Elektromotoren, wie zum Beispiel Rezeptoren von Kameras, wie zum Beispiel Displays, dann können wir die einfacher als Ersatzteil beziehen und reparieren, upgraden, verändern von Sachen. Das führt jetzt, und jetzt können wir das Netzwerkgebilde besser spüren, aber es führt zu einem Phänomen, wo man da nennt Market of One. Das heisst, ein neues Produkt hat genau einen Käufer und nicht Millionen. Heute sind wir immer noch im Konsumismus, im Massenproduktionszeitalter und alles, was wir konsumieren, wird zu Millionen hergestellt. Aber wir sehen, oder ich sehe einen Trend, ich werde Sie mit dem inspirieren, dass das könnte dort hingehen, dass man immer mehr tut, Produkte machen, die so individuell sind, wie man sie gerade will, weil man gerade etwas hat, das man upgraden will, weil man gerade etwas Spezielles braucht und genau das wird dann hergestellt, dass es eigentlich nicht mehr Massenproduktion gibt, sondern es gibt Werkzeuge, die alles Mögliche herstellen können. Und damit kommen wir dann von einem Shopping Center zu einem Making Center. Es gibt also ein Center, wo wir hingehen können und dann gibt es eine Abteilung, wo wir maßgeschneiderte Kleider für unseren Körper machen können. Wir haben dann selber damit zu tun, weil wir vielleicht Einfluss nehmen darauf, wie wir dann aussehen. Das Kleid gibt es nicht, es gibt nicht 100 Hosen und nicht die, die passt, sondern wir machen einfach geschwind einen Scan, dann sieht man unsere Mäße auf den Millimeter genau und man kann dann das Schnittmuster anpassen und der Computer nimmt das durch. Vielleicht. Oder man will ein Velo, ein Elektrovelo und man hat das Gefühl, ja, das Design dürfte man eigentlich gerade selber noch ein bisschen anpassen. Das Making Center ist jetzt eine Idee, wo es auch darum geht, dass mit Teilnehmen etwas machen, selber ein Teil sein von der Produktion, von dem, was man selber braucht, dass das auch etwas ist, das Spass macht, wo das Leben anreichert, wo das Leben schöner macht. Und nur darum glaube ich, dass das da kommt, weil es Spass macht, weil es das Leben anreichert, weil es gewollt ist. Ich glaube dann auch, dass so ein Making Center eigentlich auch unsere Schulen ersetzen kann. Oder dass unsere Schulen und die Making Center vielleicht zusammenwachsen können. Weil wir lernen damit viel zu lang, von 6, 7 bis irgendwann Ende Schule oder Ende Studium oder irgendwo Ende Ausbildungsphase. Wir lernen viel zu lang und viel zu viel eigentlich, ohne etwas mit dieser Gesellschaft zu interagieren, ohne etwas zu machen. Und wenn wir viel mehr machen, dann ist das ein Bereich, wo die ganze Jugend mit einbeziehen kann, der Making Center Bereich. Der kann dann vom Making Center eigentlich zum Lebenszentrum werden. Und genauso, wie die Jugend dort ein anderes Lebensbild, ein anderes Menschenbild kann ausleben, glaube ich auch, dass die ältere Generation, also die sogenannten Pensionierten heutzutage, auch vielleicht ganz ein anderes Menschenbild könnte leben in so einer Zukunft. Ich habe den Eindruck, da wissen Sie wahrscheinlich mehr darüber als ich, dass wir heute Massenprobleme haben von Leuten, die bei der Pensionierung ein Lebenszentrum verlieren und dann irgendwie ein neues suchen müssen. Und viele davon machen das sehr, sehr erfolgreich. Aber es ist eine Krise, eine persönliche Krise. Und ich meine, das ist auch eine Gesellschaftskrise. Und ich meine, mit so einem Konzept kann man den Weg wirken. Jetzt würde ich das Ganze umblättern und auf das Finanzsystem zu sprechen kommen. Gibt es zuerst noch Fragen dazu?
Was hätte so ein System an Konsequenzen für die Entwicklungsländer, die produzieren heutzutage? China, Indien, die Masse von Leuten, die dort die Produkte herstellen. Ich fange mal mit Afrika an. Ein Open Source Lernprogramm macht aus einem $100 Laptop eine komplette hochqualifizierte Bildung. Das haben wir heute. Da sieht man Software, die entwickelt wird, Wissensvermittlung, Zugang zu Wissen, Zugang zu Technologie, kann man in ein Datenkabel stecken und ein $100 Laptop langt für irgendwo in Afrika sich eine höhere Bildung zu holen. Wenn also das Making Center nicht mehr das Kapital an sich ist, sondern nur noch ein Werkzeug, dann wird Konsum von normalen Produkten aus normalen Rohstoffen durch das Schliessen vom Kreislauf für mehr Menschen auf dieser Welt möglich. Also ist es dann für China die Möglichkeit, Konsumprodukte durch Recycling, durch dezentrale Produktion in dieser Form für alle zugänglich zu machen. Also für Entwicklungsländer würde ich sagen, sprengt es die Grenzen des Wachstums. Nicht immer mehr Ölverbrauch, weil das wäre ja da, sondern selbstverständlich mit erneuerbaren Energien, was dann wieder wie heißt, der Kreislauf. Hat sich vielleicht die Energie. Wenn man Massenproduktion durch individuelle Produktion ersetzt, dann heisst das auch, dass das Produkt, das ich dann überkomme oder mir kaufe oder nicht mehr geht, das ist auf meine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Das heisst aber auch, das ist mein Ding und zudem habe ich dann wahrscheinlich mehr Sorge, wenn ich weiss, das ist eine Masse. Also ich schaue eher darauf, ich gehe sorgfältig mit dem um. Das heisst, das Produkt lebt länger, der Kreislauf wird grösser, es braucht nicht. Es wird nicht wie beim Handy heute, wenn man 2, 3 Jahre hat, dann wird das wieder zurückgeschossen. Das hat dann wahrscheinlich auch einen Einfluss, oder? Ja. Und das wäre eigentlich von dort her positiv. Ja. Ja. Anschliessend an die Frage kann man etwas sagen über den Preis. Also ein System. Könnte man so auf den ersten Blick könnte ich denken, dass das teurer wird, wenn das Ganze. Also wenn ich irgendeinen Dienst in Anspruch nehme oder das Produkt habe, dass ich dann mehr muss zahlen, als sagen wir so, bis jetzt als Masse produziert wird. Und das ist ja heute schon so. Oder? Man sagt ja, also überall dort, wo menschliche Arbeit drin ist, das macht das Produkt dann teuer. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Anteil von der menschlichen Arbeit dann grösser ist als beim oberen System. Ja, es kann sein, dass der Anteil von der menschlichen Arbeit grösser wird. Vor allem dann, wenn man selber Handarbeit mitmacht. Dann ist dann wiederum aber das Engagement keine Arbeit, wo ich eine Entschädigung brauche, sondern ein Vergnügen, das ich gerne mache. Sonst würde ich es nicht machen, sondern nicht machen lassen. Und dann würde ich es allenfalls teurer. Aber der grosse Punkt, der mit Kosten zu tun hat, ist das, was knapp ist. Das, was man einfach nicht kann mit Technik lösen, das ist die Begrenztheit der Ressourcen. Und wenn ich aus einer Kamera, die 500 Franken gekostet hat, ein Teil ersetze und für das eine Maschine eine Stunde Arbeit braucht, dann kann das durchaus mit dem ganzen Produktionsprozess verglichen werden, den die Kamera in der Neuproduktion braucht. Also Reuse, Repair, Recycle spart wahnsinnig viel Geld. 3D-Drucker ist heute noch wahnsinnig teuer im Vergleich zur Massenproduktion. Es ist jetzt die Frage, wie gehen die aber mit den Preisen, die Technologien? Und wie günstig kann man die Technologien machen, um allenfalls die Geräte auseinandernehmen und zusammensetzen? Das machen heute eben noch Menschen in China. Oder in Indien oder so. Und kann man das noch automatisieren? Ich meinte, ja, man kann es automatisieren, es ist heute einfach noch teurer als genesen. Und ich meinte, das ist kein Hinderungsgrund, um das automatisieren, die Kosten reduzieren und dann sehe ich, dass es günstiger wird langfristig. Aber es sind ganz verschiedene Faktoren da drin, die jetzt nicht alle können durchrechnen. Gut, ja. Wie ist denn das, wenn man ja etwas flickt, also Repair macht,
dann muss man das Gerät ja sehr gut kennen. Und um das kennen, das Gerät, muss man ja auch ein gutes Know-how über das Gerät. Und wer hat dann die Ausbildung dazu jetzt? Also wenn wir jetzt da die Entwicklungsländer anschauen, wie, ja, ich würde jetzt nicht mehr sagen China, aber doch Indien oder so, wo da dahinter stecken. Wobei ich auf der anderen Seite sehe, man hätte vielleicht mehr Menschen, die das könnten und sich mehr können beschäftigen mit dem. Also es gibt die mehr Arbeit. Ich hatte vor kurzem ein sehr einfaches Elektrogerät, das kaputt war. Es war ein Ladegerät. Das ist ein winziger Chip und ein ganz paar so komische kleine Teile drin. Und innen geht steckloser Strom und raus geht dann der Strom für ein Akkugerät. Und das war kaputt. Und ich habe es in den Laden gebracht, in einem Spezial-Elektrogeschäft, der es aufgeschraubt hat, 15 Minuten gemessen. Das war ein gut qualifizierter Elektroingenieur oder so. Hat lang gemessen, hat dann ein Mail geschrieben und telefoniert dem Hersteller, den hat er gerade kennt. Der Hersteller hat ihm dann den Schaltplan von dem Gerät zugemailt. Und hat dann im Schaltplan gesehen, was das Teil gewesen wäre, das weggebrochen war. Und mit dem Prozess ist es dann gegangen. Viertelstunde arbeiten, noch ein Gerät einsparen, das 60 Franken gekostet hat. Macht Sinn. Weil er hat sonst nichts gebraucht an Materialien. Also das Teil, das er eingebaut hat, hat einen halben Rappen gekostet. Vielleicht wäre es schneller gegangen. Aber, dass er Zugang hat zum Schaltplan, das ist eine Art wie Open Source. Und das haben wir heute nirgends bei den Elektrogeräten. Und darum kann man heute das Gerät nicht aufmachen und so einfach verstehen, was genau kaputt ist. Dafür das müsste man eine modulare Open Source Produktionstechnologie durchsetzen auf dieser Welt. Und das könnte man, wenn das in unserem Interesse ist, wenn wir sehen, mit dem können wir günstiger, bessere Produkte machen, die langlebiger sind, wo wir mehr Freude daran haben. Vielleicht kann der Open-Source-Markt sozusagen den Massenproduktionsmarkt einfach überholen. Vielleicht braucht es für das demokratische Entscheid. Das weiß ich nicht, für das sind wir noch zu früh. Aber über das jetzt nachzudenken, ist eigentlich der Zeitpunkt. Ja, einfach das Beispiel. Ich habe ein iPhone und mein iPhone konnte ich nicht mehr laden. Genau. Es war einfach nicht mehr aufgeladbar. Dann bin ich in einen Apple-Laden. Die haben mir gesagt, sie gehen sie auf Zürich. Dort hat es einen Service-Stand. Die können das ihnen sehr wahrscheinlich reparieren. Ja. Ich nehme mir Mühe, den Weg in Kauf auf Zürich. Gehe dort her, habe einen Termin abgemacht. Habe mein iPhone dort abgegeben. Der Mann war sehr nett. Ich habe das alles angeschaut. Das ist 15 Minuten verschwunden. Kommt und sagt, da haben Sie ein neues Gerät, da, da können Sie alles wieder, Sie haben es ja auch vom PC, können Sie alles wieder drauf, also er hat es nicht repariert. Wenn ich eigentlich gesagt habe, hey, ich will das Licht, ich will nicht ein neues. Also es ist eben, es fehlt da sehr, sehr viel, dass man das eigentlich machen könnte. Wir haben noch die billigen Ressourcen. Ja. Dass der Grossteil der Weltbevölkerung nicht teilhaft dürfen an dem Lebensstil, den die Menschheit entwickelt hat. Wo die Generationen von Ingenieuren und Entwicklern und Erfindern und so weiter und so fort da aufgebaut haben. Der Großteil hat keinen Anteil daran. Und wenn man den Ressourcen den eigentlichen Wert würde geben, dann würde es überhaupt erst interessant. Und ich bin da ein Visionär und Utopist und ein Idealist ohne Scham. Und redet darum über das. Aber für Apple ist es momentan natürlich noch nicht finanziell interessant. Aber Firmen wie Apple sind bekannt für ihre Programmed Obsolescence, wo das Produkt eigentlich gebaut worden ist, um etwa 2-3 Jahre gut zu arbeiten und nachher hat etwas kaputt. Und das sollte man neues kaufen. Weil das Alte kann man flicken, aber es ist teuer und es ist nicht so gut und das Neue ist viel besser. Und das ist, sie sind auch schon verpflichtet worden, und viele andere Firmen auch. Für das Produkt heutzutage ist nicht mehr in den 40, 50 Jahren, wo man können, selber da eine Kleidung aufmachen und etwas setzen wieder zu tun. Das ist eine super Überleitung. Noch ein zweites Beispiel wäre die Firma Jura. Jura hat früher Haushaltsgeräte gemacht. Die sind so gut gewesen, die sind nie kaputt gegangen. Die Firma ist kaputt gegangen. Sie haben sich noch gerettet, sie haben dann nur noch Kaffeemaschinen gemacht, und zwar die beste Qualität, und mit denen haben sie dann überleben, aber 90% vom Sortiment war gestrichen und die Produktionsstellen haben sie nicht mehr gebraucht.
weil ihre Grenze langlebig sind. Also da sehen wir, das wäre jetzt die Überleitung, dass eines der grössten Hindernisse für den ganzen Komplex das Geld ist. Und zwar das Geld, so wie das Geld organisiert ist, so wie das Geld heute verstanden wird, so wie man Geld heute macht. Und jetzt schauen wir mal an, was Geld heute so ist. Also Geld in der Schweiz fängt an, ich muss da ein bisschen aufräumen. Fängt an bei der Schweizer Nationalbank. Sagen wir, die macht einmal 100 Franken. Die Schweizer Nationalbank gibt immer alles Geld, das sie macht, ausschließlich der Banken. Und die dürfen dann, wenn sie 100 Franken haben, dürfen sie aus den 1000 Franken Kredit verleihen. Das nennt man Mindestreserve, sie müssen nur 10% oder irgendetwas in dieser Grössenordnung. Das ist das, was in Basel immer wieder verändert wird, der Prozentsatz. Wenn sie echtes Geld haben und den Rest dürfen sie verleihen, einfach aus dem Computer raus. So. Da wird jemand eine Million, dann sagt man, da hast du eine Million auf dein Konto, wir machen eine Million Schulden auf unser Konto, das gleicht sich aus, da braucht es keine Nationalbank. Das Geld wird dann von den Banken in profitorientierte Unternehmen geht. Die Banken geben ihr das Geld niemals an einen guten Menschen, der etwas Gutes tun damit und keinen Profit macht. Sondern jemandem, der etwas macht und dabei Rendite herausholt. Für das wächst das Geld exponentiell an. Und das hier ist eine Kurve, so eine exponentielle, in Englisch sagt man Hockeystick, so ein Hockeystock. So ein, es passiert lange nichts und dann geht es ab. Und das stellt die Geldmenge dar und das da unten stellt die Schulden dar. Also alles Geld, das es gibt, alles Vermögen, das es gibt, in Geldform, ist gleichzeitig auch Schuld. Weil, wenn Geld entsteht, dann ist das da oder da, der Großteil da, aber der Ursprung ist da. Und es ist immer, wenn Geld entsteht, das so, dass man das Geld muss zurückgeben. Also ist es gleichzeitig Schuld und das Geld. Also gibt es nicht viel Geld wie Schulden. Wenn alles Geld zurückgezahlt würde, die Werte gibt es kein Geld mehr. Und darum ist unsere Schuldenkrise, die wir in Europa sehen, kann man heute im Zug überlegt, eigentlich, wenn jetzt der Euro kommt, eigentlich haben wir in der Schweiz den Euro. Wir haben einfach noch eine Lokalwährung nebenbei. Wenn jetzt die Schuldenkrise, die wir drin stecken, daraus besteht, dass es immer mehr Schulden gibt, dann gibt es irgendwo durch einen Betrag auch immer mehr Vermögen. Und das Vermögen hat Zinsansprüche an die Volkswirtschaft, wo die Volkswirtschaft zu leisten hat, weil irgendwo irgendjemand die Schulden trägt. Der einzige Weg, das Geld dann zu bremsen, ist Inflation. Und das wäre jetzt sozusagen der Güssel, um dort Analogie zu schließen. SLB macht Geld und die Inflation braucht es auf. Der Konflikt, den wir hier dabei haben, jetzt entsprechend der Grenzen des Wachstums, ist hier so eine Kurve mit Rot und Grün. Das ist eine Aufstellung von der gesamten Bevölkerung. Die meisten Menschen in der Bevölkerung haben eigentlich netto Schulden und wenige haben eigentlich netto Vermögen. Und jetzt zahlt eigentlich der Großteil der Bevölkerung, die USA ist aus dem aus der 99%, ein Begriff entstanden. Die Großteil der Bevölkerung zahlt drauf im Zinseszinsspiel, im Zinsspiel und ein kleiner Teil profitiert. Wenn jemand zahlt, dann bekommt es auch jemand, also ist das wahrscheinlich etwa gleich viel. Und in den Preisen in dieser Welt, wenn wir irgendetwas kaufen, ein Glas Wasser kaufen, dann ist ja in dem Preis, den ich kaufe, ist ja die Arbeit drin von dem, was in Lab getragen hat, für den Verkäufer oder Verkäuferin, von dem, was es transportiert hat in den Laden, von der Produktion, vom Designer, der die Maschine zur Abfüllen, vom Wasser produziert, etc. etc., etc. Wenn man das alles aufschlüsselt und immer bei jedem Teil immer Zinsen und Arbeit auseinandernimmt und nachher einfach nur den Teil hat, wo Arbeit ist und den Teil hat, wo leistungsloses Zinseinkommen ist, dann ist das leistungslose Zinseinkommen, also das, wo da umverteilt wird, ohne dass jemand etwas schafft, 40% im Durchschnitt. Alle Preise. Und die 40% führen meiner Meinung nach zu Recht, zu sozialen Spannungen und zum Zusammenbruch der gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Und das ist die Grenze, wo das finanzielle System jetzt gerade dran stößt. Gleich wie hier, dass wir irgendwann keine Ressourcen mehr haben, kann man hier das profitgetriebene Arm-Reich-Gefälle, die Schere zwischen Arm und Reich. Und Röder hat einmal den Satz geprägt, wer treibt eigentlich die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht? Das sind die Shareholder. Das geht irgendwann nicht mehr weiter auf. Und wenn das Gefälle zwischen Arm und Reich zu stark ist, dann sind wir an der Grenze. Und jetzt kommt dazu eine neue Sichtweise. So wie hier haben wir auch ein lineares Weltbild gehabt, haben das zu einem Netz oder zu einem Kreislauf denken, umgebogen und gemerkt, ja, wir sind nicht am Ende der Welt, sondern wir sind ganz am Anfang von ein paar ganz spannenden Entwicklungen. Und wie soll es hier auch passieren? Und um das zu denken, kommt eine Analogie ins Spiel. Und zwar stellen wir uns das Wasser, jetzt sind das Geld in der Welt vor, wie Wasser in einem geschlossenen, abgeschlossenen Terrarium oder Aquarium oder irgend so etwas. Also wir nehmen den Kasten, sagen, das ist ein Glas, dass wir reinschauen können. Und in dem Kasten hat es irgendeine Landschaft und es hat Wasser. Da sehen wir jetzt hier irgendwie da einen See, vielleicht jetzt noch einen weiteren See und da ein Flüsschen. Und jetzt ist in dem Terrarium, ist dort, wo etwas wächst, wo etwas lebt, eine Pflanze, ein Tier, gehen wir über Pflanzen aus, ist das, wo jetzt in der Welt menschliches Leben gut möglich wäre, wo etwas kann leben. Und für das braucht es jetzt in dem einfachen Bilderball nur Wasser. Und natürlich hat es jetzt hier in den Bergen kein Wasser. Es hat hier ein See und es hat hier ein Teil. Und wir wären jetzt auf dem Land, überall wären Menschen. Und die Menschen, die kein Wasser haben, sei das jetzt in den Bergregionen, gewisse ärmere Dörfer, wenn es das in der Schweiz hat. Wir haben ja vieles auch schon so geregelt, dass es dann nicht so ist. Aber es wäre sonst weltweit geschaut, eher Entwicklungsländer da oben, die auf dem Trocknen sind, die kein Geld haben, keinen Zugriff zum Kapitalmarkt. Und jetzt wäre da eine Bank, die ins Spiel kommt, wäre etwas, wo da Geld nimmt. Und einen Teil von dieser Welt bewässert. Und das führt dazu, dass dort, wo der Teil bewässert ist, da kann jetzt etwas wachsen. Und da, wo das Wasser natürlich ist, kann etwas wachsen, vielleicht sogar am Meeresgrund kann etwas wachsen. Und da haben wir die Bank. Das wäre das Kapital. Und wenn man das ganze Terrarium nimmt und so kippt, dann sammelt sich da immer mehr Kapital an und Banken haben es immer schwerer, um etwas überprüfen. Und das ist das, was hier passiert als Grenze. Das ist das, wenn das Arm- und Reichgefälle immer schlimmer wird, dass es für Banken immer weniger rentable Investments gibt. Das Kapital da unten hockt und weil das Kapital nicht mehr kann rentieren kann, weil es dann rumliegt, verliert es den Wert. Es gibt eine Immobilienkrise oder sonst eine Krise, es gibt eine Inflation, es gibt einen Kollaps in der Stadt. Und jetzt gibt es aus dieser Überlegung, aus meiner Meinung nach, ganz neue Gedanken, aber nicht neue, aber ganz klare, begründete Gedanken, warum dass man steuern müsste, ja, das blau nicht, steuern müsste ich hier erheben. Weil steuern bewirkt jetzt, dass Wasser verdunstet und einmal oben ist. Und jetzt
Das gibt es natürlich heute mit Subventionen, mit Service Public, Schulsystem und so weiter. Gibt es natürlich Sachen, dass Geld an gewisse Orte geht, wo es gut gebraucht wird. Und ich gehe jetzt mal gerade eins weiter und sage, es sollte überall regnen. Weil der Staat weiß nicht besser, wie die Menschen, wo in diesen trockenen Stellen allenfalls ein wertvolles Pflänzchen würde wachsen. So mit dem bleiben. Der anders gesagt, das wäre das Grundeinkommen. Grundeinkommen ist eine Idee, kann man erklären mit AHV ab Geburt. In der Höhe vom Existenzminimum. Führt dazu, dass alle Menschen das Nötigste haben, können anfangen zu arbeiten und können alles das hier von sich aus machen, ohne an der Rentabilitätsfalle zu leben. Weil die Rentabilitätsfalle ist, dass man sich vom Kapital nur dann bedienen kann, wenn man eine Rentabilität nachweisen kann. Und es ist heute so, wenn man die Jungen, die Alten und die Arbeitslosen und die nicht Arbeitsfähigen zusammennimmt, dann haben wir 40% Leute ohne Erwerbsarbeit. Also fast die Hälfte in der Schweiz hat keinen Job. Und die können dann auch nicht teilnehmen, die können nur shoppen. Ich würde von jemandem gerne lieber, dann gehen sie shoppen, gehen sie geniessen. Das Leben haben sie vielleicht schön, vielleicht nicht, das war bei dem Müsli. Aber damit sie an dem Prozess, an der Wirtschaft von dem Land, an der Gesellschaft können richtig teilnehmen, müssten sie nicht nur ein Einkommen haben, das Grundeinkommen, sondern das Einkommen bedingungslos haben, damit sie freigestellt sind, etwas teilzunehmen, etwas beizutragen, was sie für richtig halten. Und nicht nur irgendwo in einem Programm einen Dienst zu verrichten, der vorgesehen ist. Irgendeine Kapitalsteuer heisst Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Finanztransaktionssteuer oder Schenkungssteuer. Anstelle von den Steuern, die wir jetzt haben. Das anders wäre, dass man sagt, man macht eine Ressourcensteuer und bremst da damit das da aus und fördert den Kreislauf da durch eine Ressourcensteuer. Also zum Beispiel Erdöl besteuern, Energiesteuer ist da eine Ressourcensteuer und sonst braucht es eigentlich nur die Steuer, um den Geldkreislauf am Laufen zu bringen. Also wir haben hier Steuern. Und Steuer heisst, wir steuern wie fest das Terrarium Schrägstoff. Machen wir Steuern extrem hoch, die Steuern, dann haben alle gleich viel. Niemand hat Vermögen und alle haben vom Grundeinkommen. Das ist dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Machen wir die weg, wird es ganz schräg, das System kollabiert, dann haben wir nichts. Ja? Steckt da ein ähnlicher Gedanke dahinter, wenn wir da mal nehmen? Ich glaube, das war mal im Zweiten Weltkrieg in Österreich, Dörfer, das Dorf geheißen, wo eine exorbitante Arbeitslosigkeit hatte. Und dann haben wir genau den Gedanken da eingeführt, dass man eben das Vermögen, der Besitz von Vermögen ist eigentlich gestraft worden. Das war das sogenannte Schundgeld, haben wir dann gesagt. Man hätte schauen, dass man das Geld wirklich schnell wieder in den Umlauf bringt. Das wäre eigentlich ein ähnlicher Gedanke wie das da, oder? Also das Wunder von Wörgl war ein Regionalgeld. Ein Bürgermeister hat aufgrund von einem Berater gesagt, okay, unsere Gemeinde gibt eigenes Geld raus. Es wird bezahlt für Dienstleistungen an die Gemeinde und ist dann im Umlauf. Und dann muss eines im Jahr, glaube ich, oder viermal im Jahr, muss man ein Märkchen draufkleben, wo Geld kostet, damit es den Wert behaltet. Also es hat eigentlich den Wert verloren. Und das entspricht dieser Idee, weil man das Wörtelgeld hätte man nicht können außerhalb von dieser Gemeinde ausgeben. Das heisst, das Geld ist daran gehindert worden, per Konstruktion vom Geld, dass es abhauen kann. Und das ist wie wenn man das Geld hier schwerelos macht. Wenn man sagt, du kannst nichts ins Meer fließen. Und ich würde das darstellen hier mit Gewächshäusern, wo ein interner Kreislauf hat. Das ist eine von den Lösungen, die man hat. Man sagt, hier wird gesprenkelt und unten wieder aufgefangen. Wenn das Gewächshaus von der Wasserumlauf so stark reduziert wird, wie man es unten auffängt und wieder oben reinregnet,
dass man eigentlich unabhängig ist vom Kapital, weil man hat ja den Kreislauf. Das wäre jetzt für mich Regionalwährung hier innen. Man kann jetzt weitermachen. Spekulation zum Beispiel. Spekulation beim Nahrungsmittelmarkt heisst, wenn es gerade ganz wenig Nahrung hat, kauft jemand ganz viel und gibt es nicht mehr her, bis der Preis ganz weit hochgeht. Und dann verkauft man es und sagt, ja, Profit gemacht, haben offensichtlich etwas geleistet. Und das wäre jetzt eine Bank, wo da nicht etwa zur Energiegewinnung, sondern zu Spekulationszwecken Geld aufpumpt, wenn es gerade wenig hat. Und das wieder runterlässt, wenn es gerade viel hat. Und dann aber mehr wird das nächste Mal wieder auflassen und so weiter. Also eigentlich macht es Trockenheit stärker, wenn sie da ist. Und darum ja, hilft das dem Ganzen bestimmt auch nicht wirklich weiter. Wenn man das Geldsystem so denkt, kann man mit dem das Grundeinkommen begründen, man kann das Kapital begründen. Und jetzt ist noch ein Punkt, das ist nämlich das exponentielle Geldwachstum. Es darf natürlich nicht sein, dass es da innen immer mehr Geld hat, bis es dann voll ist, bis oben oder so. Beziehungsweise wenn man es kippt und der Wasserspiegel da von da einfach dann da rauf oder dann da ist, dann hat es natürlich mehr Geld. Aber es bringt dann niemandem etwas, weil dann alles Geld den Wert verliert. Dass man also die Geldmenge kann sinnvoll steuern, die Gesamtgeldmenge, braucht es noch eine Vollgeldreform. Das heisst, dass der Faktor von da nach da einfach 1 wird. Das heisst, dass eine Bank nur kann auslehnen kann, was sie auch bekommen hat. Das heisst, dass eine Bank zu dem wird, wo wir eigentlich heute alle meinen, dass eine Bank sei. Die Volksinitiative wird in den nächsten Jahren anfangen, Unterschriften zu sammeln. Die Momo, die Invo sind am Verfassen von einer Volksinitiative zur Vollgeldreform, um da einen Faktor zu machen, sodass die Banken zu dem werden, was wir eigentlich immer gemeint haben, dass sie sind. Dann wäre ich mit dem Vortrag am Ende. Danke fürs Zuhören und freue mich auf Diskussionen.